Seit jeher wird Fechten beim TSV Bayer Dormagen großgeschrieben. Doch der jetzige Manager Olaf Kawalp hat ein Team zusammengeschweißt, das einmalig ist in Deutschland. Vilmos Csabo, der Erfolgsgarant Nummer 1, Dan Kostache steht ihm kaum nach. Olympiafechter Erol Lehmann steht am Anfang seiner Trainerkarriere. Und sie schreiben bereits Schlagzeilen. Bei den Mädchen Stefanie Kubissa und Anna Limba. Bei den Herren Benedikt Beisheim, Max Hartung, Alexander Weber und natürlich Säbelstar Nicolas Limba. Sie alle trainieren gemeinsam im Sportkomplex von Bayer Dormagen. Und sie tun es seit jeher mit internationalen Partnern. Das schafft Freunde in der ganzen Welt. Jawohl, ich grüße dich. Alter, ich grüße dich und fordere dich heraus. Auf den ersten Blick ein Training wie in allen Fechthochburgen Deutschlands. Doch Bayer scheint das Erfolgsgen gefunden zu haben. Ich denke, in erster Linie sind die Trainer die Hauptgaranten des Erfolges. Das heißt, wir arbeiten hier wirklich zusammen, nicht gegeneinander. Das heißt, wir profitieren alle von dem Erfolg der Athleten. Und dann über alle Altersklassen? Ja, wir trainieren auch über alle Altersklassen. Das heißt, der Vilmos Csabo, der ja der persönliche Trainer von Nicolas Limbach ist, trainiert genauso bei den Anfängergruppen mit, wie das auch bei mir der Fall ist. Das heißt, wir haben ein durchgängiges System der Schulung. Der Juniorenweltcup in Dormagen hat bereits Tradition. Keiner der Verantwortlichen ist sich zu schade, mit anzupacken, sei es in der Organisation oder bei der Vorbereitung der Athleten. Überhaupt, hier ist jeder Mädchen für alles. Na, wann du möchtest. Doch eines macht Olaf Kawalp auch klar. Wer an die Spitze will, für den gibt es kein Zuckerschlecken. Und er ist bereits Weltspitze, Nicolas Limba. Kaum ein Grand Prix-Finale ohne den Dormagener. Hier deklassierte den Polen Konius mit 15:5. Ein Los, mit dem jeder rechnen muss, der gegen Limbach antritt. Wer auch immer nach oben will, der Weg zum Erfolg führt durch diese Halle.